10 Kürbisse? 10 Kürbisse? Ja. Vielen Dank. Guten Morgen. Frau Ella, genau. Sag doch mal lieb Hallo. Der Mann ist eigentlich echt nett. Sie ist einfach nur ein bisschen schüchtern. Alles gut. Ach, herrje. Guten Morgen. Ein Geschenk für euch. Vielen Dank. Schaut mal, wie nett von ihm. Ich sag euch doch, der ist voll okay. Vielleicht ist das ja ein Liebespfeil, Frau Ella. Vielleicht ist das der Pfeil, den der Nero ins Bein geschossen hat. Wer hat Nero einen Pfeil ins Bein geschossen? Hast du denn eine Idee, was wir mit der Schneiderin machen können? Ich hoffe ja immer noch drauf, dass die Wache irgendwas tut. Oder meint ihr, wir sollten den Vorschlag von gestern vielleicht ausführen und einfach ihre Bude anbrennen? Wer bin Soll ich den Schwarzen Ritter mal fragen? Ja, Herr Schwarzer Ritter. Wie sicher sind Sie, dass die Person eigentlich ein Mann war? Ist das so eher so 100% oder eher so, ja, vielleicht so 5%? Nun, mir ist gestern zu Ohren gekommen, dass die Schneidermeisterin anscheinend Ledergegenstände aus menschlicher Haut... Schneidermeisterin. Habt ihr mein Pferd gesehen? Ich wusste gar nicht, dass ihr ein Pferd habt. Okay, vergiss es. Ein braunes Pferd. Wenn ihr ein braunes Pferd seht und es Ferdinand heißt, zufällig dann eingraviert ist, dann sagt mir Bescheid. Ferdinand! Lady Moria. Was? Wir haben ein Problem. Ich werde euch bitten müssen, uns zu begleiten. Dass wir ein Gespräch führen. Gibt's nichts zu sehen. Oh, Entschuldigung, das ist eine Freundin von mir, deswegen bin ich gerade ein bisschen schockiert. Hey, du da. Guten Tag. Was machst du hier? Bist du ein Dieb oder sowas? Das Haus an. Nein, natürlich nicht. Warte mal, kennen wir uns? Jedenfalls wird es hier gleich Probleme geben. Und ich meine nicht das Pferd, das gerade scheißt. Könntet ihr euch bitte von hier entfernen? Wir haben private Angelegenheiten zu klären in diesem Haus. Und dort teilt sie mit, dass eine Attentäterin die gesamte Familie Neumondlicht ausgelöscht habe, sie gerade noch entkommen ist, sich versteckt hat und davor warnt dringendst die Prinzessin Lalina zu ihnen, dieser Familie Bitte Neumondlicht, was? Aufs Festland zu senden. Und wenn dies der Fall ist, bedeutet das, dass sie nicht Moria von Neumondlicht sein können. Und dann stellt sich auch die Frage, was ist eigentlich mit Lalina passiert? Und ja, vielleicht beantworten wir erst die erste Frage, wer ihr eigentlich seid. Ich bin jene Attentäterin. Allerdings sind die Fakten, die in diesem Brief vorgelegt werden, nicht korrekt. Holy shit. Stellt euch Sie vor, sie ist der gar nicht glauben, aber, Mörder, den der Schwarze Ritter sucht. Ich gehöre einer Gilde von Assassinen an. Handelt sie aus eigenem Interesse oder wird sie beauftragt? Unterschiedlich. Meist aus eigenem Interesse, aber wir sind verborgen. Wir beobachten viel. Und was veranlasste die Gilde, die gesamte Familie Neumondlicht zu ermorden? Sie trachteten nach dem Leben der Prinzessin. Sie wollten die Prinzessin als Geisel nehmen. Also, verstehe ich das richtig, dass es sich hierbei um eine Art Vergeltungsschlag handeln soll? Wie gesagt, ich bin nur ausführende Gewalt. Ich agiere nicht als Auftraggeber. Gewalt, sehr gut, sehr gut. Wenn ihr sie Nun, beschützen wollt, wisst ihr vielleicht auch, wo sie jetzt gerade ist? Leider nein, ich war auf der Suche nach ihr. Wenn sie wieder auftaucht, sollten wir unbedingt ein Gespräch führen mit ihr und die Geschichte von ihrer Seite nochmal abklopfen. Ich habe es der Prinzessin bereits erzählt. Sie weiß davon. Ihr wisst, bis auf an diesen Schwur, den ihr leistet, dass ihr künftig uns Mitbericht erstattet, ihr keine tödliche Gewalt hier anwendet und dass ihr nach eurer Gilde Standard hier für eure Gilde sprechend einen Pakt mit uns leistet, sehe ich keinen Handlungsbedarf.
Könntet ihr uns informieren, wenn ihr vor uns die Prinzessin findet? Das wäre ein weiterer Beweis eurer Loyalität. Und könntet ihr die Tür öffnen? Natürlich. Ich war bei eurem Gespräch gerade hinter eurem Haus. Bitte schlitzt mir nicht die Kehle auf. Ich habe eine Fackel. Friede, okay? Ich will euch gar nichts Böses. Es geht nur darum. Ich habe alles mitbekommen. Jedenfalls, das Wichtigere ist, ich habe vor eurem Haus eine Person getroffen mit einer schwarzen Kapuze. Und ich glaube, wir wissen beide, wer das ist. Das Gesicht kam mir nämlich sehr bekannt vor, die Stimme auch. Nun, was wollt ihr mir sagen? Dass ich helfen kann, diese Person zu finden, wenn ihr sie sucht. Ihr wisst, wo sie ist. Außer ihr wisst natürlich sowieso schon, wo sie ist. Dann ist das alles völlig okay. Nein. Wenn ihr irgendwas Hilfe braucht, ihr könnt zu mir kommen. Ich werde auch schweigsam sein, auf jeden Fall. Das ist. Aber es hat mich definitiv ganz schön überrascht und hätte ich nicht gedacht. Ich weiß noch nicht, was der Tag bringt. Ist das denn alles okay jetzt? Also sind die Männer zufrieden mit dem, was sie da gehört haben? Das heißt, ihr kommt jetzt nicht in einen Kerker oder so irgendwas? Seht ihr mich in Ketten? Ja, noch nicht, aber erfahrungsgemäß kann das hier sehr schnell gehen. Was ist der? Hallo, Doria. Was für ein Zufall. Hallo, sieht bei euch auch nicht viel besser aus. Möchtet ihr auf ein Abenteuer? Wie Abenteuer? Was ist denn mit... Ihr wisst schon wem. Hallo. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Gut, dann führt mich zu ihr. Moment, ich habe gerade ein Déjà-vu. Ja, die ist oben beim König. Sie ist zurück? Wie beim König? Ja, ich habe sie von einem riesigen Drachen gerettet. Das Drachenei habe ich auch abgegeben. Von einem Drachen? Ihr erzählt uns doch Mist. Grüße. Was riecht hier so? Schnell, es ist wichtig. Ich ebenso. Keine Geduld. Ich melde. Einen Moment, bitte. Es geht um Leben und Tod. Ein schlechter... Ihr Scheißloser. Das war jetzt ein bisschen fies, Herr Hammer. Tut mir leid. Ich wollte auch mal so einen coolen Move machen. Seid gegrüßt! Seid gegrüßt! Seid gegrüßt! Mir reicht es schon zu wissen, dass sie in Sicherheit ist. Die redet mit ihrem Vater. In Ordnung. Lass uns gehen. Gut, dann gehen wir. Ey, wo geht denn ihr hin? Halt, stopp! Angriff! Das war ein Scherz! Ist das dort Sir Kokok? Das ist Sir Kokok, wenn ich bitten darf. Sir? Ein Doppelrittertitel. Ehret den Kok. Ehret den Kok. Ehre gebührt dem Kocke. Sei doch ihr gegrüßt, Prinzessin. Ebenso. Ja, möge der Kok ewig aufrecht stehen. Alles weitere untere Gefieder und Gewürm. Na dann, auf euch und euer Wohl. Das ist nun ich wollte wirklich überlegen, mir wenig Alkohol zu trinken. Das ist die Kok wahr. Sie ist da. Sie hat stattgefunden. Vielleicht könntet ihr es ja mal mit was anderem probieren als Wein. Zum Beispiel einem Cocktail. Was ist... Oh. Verzeiht ein schlechter Bauernhumor. Eine kockige Cockzeit. Ich hoffe, sie war cocky. Schaut, wie er tanzt, wie er feiert. Ja, es ist wahrlich wunderschön. Cockring-Tanz. Gerade erfahren, dass der zweite der Brautschau eigentlich vor 17 Minuten gar schon stattfinden sollte, aber es hat sich wohl niemand eingefunden. Oh, das ist aber sehr traurig. Aber der war doch auch selbst nicht da. Vielleicht. Ich habe den gerade noch gesehen hier auf seinem Pferd. Wer nicht will, der hat schon. Richtig, Lord Edwin? Habe ich gerade gehört, dass irgendwas ausgefallen ist. Ich bin gerade. Ja, ihre Brautschau anscheinend. Nun, was auch immer. Ich werde mal eine Runde im Kreis laufen. Der findet schon noch eine. Ich habe gerade mit. Ich habe endlich den Herrn Folterknecht 2 gefunden, der hier auch der Bürgermeister ist. Ich habe ihm gesagt, dass er mit äußerster Dringlichkeit wegen der Menschenhautgeschichte vorbeischauen möchte. Ach. Er teilte mir mit, dass er direkt nach der Diskrepanz und der Audienz mit dem König hier auftauchen wird und versuchen wird, dies mit ihnen in Einklang zu bringen. Wenn er doch schon eine Audienz beim König hat, wieso fragt er ihn nicht gleich? Weil, das würde ja Sinn ergeben. Lasst uns zur Burg. Ja. Wenn das mal schief geht. Der hatte keine Hosen an. Wir wollen von eurer Weisheit wissen, werdet ihr es dulden, dass Kleidung aus Menschenhaut in Rastalot gefertigt wird oder nicht? Wir fragen uns, wie wir uns verhalten sollen, denn wir finden es gräulich und abscheulich, euer Hoheit.
Ich finde es auch gar gräulich und abscheulich und ich denke nicht, dass das in unserem Sinne ist, dass in unserem wunderschönen Königreich Kleidung aus Menschenhaut getragen wird. Nein, wir dulden das nicht. Eine Frage hätte ich da noch, eure Hoheiten. Ja? Wie wird man denn bei euch eigentlich Ritter? Wie wird man denn Ritter? Wie wird man denn Ritter? Naja, man kommt her und fragt nicht. Ich würde sehr gerne Ritter werden. Ich habe auch schon alles, was ich brauche. Das war ein Scherz. Ein ganz genialer Scherz. Alle lachen jetzt. Lieber Torbert, hiermit übergebe ich mich meiner Enkelin. Ich nehme eure Enkelin sofern übergebterweise an. Wertes Brautpaar. Und, werte Anwesende, ich bin froh, am heutigen Tag hier oben stehen zu dürfen, denn endlich hat unser Müller was gebacken gekriegt. Was willst du jetzt? Sicher seid ihr, dass Backwaren vorher mal Teig waren. Nicht wahr? Kill me. Ich hoffe, dass der Bräutigam der Braut heute Nacht nicht auf den Keks geht, ne? Okay. Wisst ihr, warum auch Rosinen Helme tragen? Weil die in denselben Stollen müssen. Aber ich kann sagen... Nun macht das doch aus. Was ist das denn? Hier ist der Müller mit seiner Braut. Ja, genau. Fiona, du bist so wunderschön, ich glaube es kaum. Mein Sack ist leer, du füllst ihn wieder auf. Ich bin der Müller von Rasselot und ich geb nicht auf. Steck die Finger rein. Steck ihn rein. Lalala. Der Mehl sagt, er ist heute richtig feucht. Richtig feucht. Die Kühlfamilie ist auch da. Ja, was soll's? Ja, was soll's? Hallo, komm mal. Der Pöbel ist so super und auch so toll. Hey, ja, was soll's? Steck die Finger rein. Ich bin heute betreut. Das, guter Einfall, guter Einfall. Ich singe nochmal Teil. Ich werde heute heiraten und wir stecken den Finger rein. Oh, stecken den Finger rein, stecken ihn nicht rein, stecken ihn nicht rein. Zu unserer Vermählung, Sie verstehen schon, Vermählung. Das ist witzig, alle. Okay, der war gut. Der war gut. Vermählung. Der war gut. Und ich sah den Kürbis sprießen. Du backst die leckersten Brötchen im ganzen Königreich. Wenn ich aufwache und dich seh neben mir, mein Herz wird weich. Und jetzt singt alle zusammen. Der Pfeffer ist geil. Oh yeah, der Pfeffer ist geil. Ich will dir ein Pfefferbrot backen. Ja, ich will. Das ist so romantisch. Ich will dich kneten. Ohne Witz. Und Bettina im ewigen Ehemann unter dem heiligen Longshen geht hin und backet weitere Brotlinge vom Ehemann. Dietmar, warte. Ein Monster! Ruhe im Saal, Ruhe im Saal. Ja, selbstverständlich, du bist Keks W. Mein Gott, Robert, wir haben ein Keks dabei. Haben wir uns noch gar nicht Wow, Keksfreund, alles okay? Habe von meinen Eltern... den Hinweis bekomme, ich soll alle erstechen. Und das willst du wirklich tun? Ja. Du weißt aber, dass das nicht nett ist und wahrscheinlich auch nicht beiträgt, dass die Leute dich mögen. Aber meine Eltern haben mir das gesagt. Weißt du, irgendwann in seinem Leben, vielleicht ist der Moment für dich gekommen, muss man seinen Eltern einfach sagen, liebe Eltern,
Ich bin froh, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Ich bin euch dankbar und respektiere euch dafür. Aber ich bin mein eigenes Wesen. Ich bin ein Individuum. Ich will meine eigenen Entscheidungen treffen. Willst du wirklich Leute abstechen? Willst du Leute ermorden? Dann sind wir Freunde. Das ist gut. Cool. Ich hatte noch nie einen Lebkuchenfreund. Also, meine Eltern haben mir gesagt, dass ich alle abstechen soll. Nee. Grundsätzlich, solange ich mit Leben davonkomme, ist mir das egal. Also, Freunde auch? Ich würde sagen, so langsam bist du alt genug, um deine eigenen Entscheidungen zu treffen, mein Kind. Das habe ich ja auch gesagt. Dann ja, aber können wir jetzt doch jetzt heiraten, weil ich bin alt genug. Ich meine, theoretisch, es heiratet doch sowieso jeder. Also warum nicht auch du? Aber wen willst du denn heiraten, du Enkelin? Na ihn, er ist mein Freund. Ach so. Ich habe ihn vor einem Glockenschlag kennengelernt. Bisschen früh, oder? Sollte man sich nicht Zeit lassen bei sowas? Also üblicherweise dauert das ja hier, muss man sich schon mal einen Tag kennen, bevor man heiratet. In Rosterlot, ja. Ja, einen halben, würde ich sagen. Ja, stimmt. Nach einem Tag startet man ja die Orgie hier. Ja, ja. Das stimmt, ja. Hi. Kann ich ihn denn abstechen? Wow! Das haben sie davon! Rache ist süß! Sie hat mir vorhin in die Fresse gehauen. Oh, gibt's noch eine Hinrichtung? Die Schneiderin wurde soeben hingerichtet. Ah, perfekt. Wer ist hier jetzt der Schneider? Oh, der König hat sich entblößt. Ja. Dann meint er es bestimmt ernst. Vorsicht. Warum ist er nackig? Warum nicht? Denk mal drüber nach. Ich schätze, wir haben gewonnen. Die Kirche lebt noch. Ne, die ist als nächstes dran. Habt ihr euer Ziel erreicht? Ja, ich bin endlich frei. Was habt ihr nun vor? Ich werde die vernichten, die Unrecht wollen. Klingt gut. Ihr habt nicht zufällig Bock drauf, einen Auszubildenden mitzunehmen für ein Jahr oder so? Ich überlege es mir. Ich bin mir sicher, ihr findet mich, falls ihr mich braucht. Und denn? Die ganze Zeit? Gehabt euch wohl. 15 Minuten. Arbeit. Na? Grüße. Was läuft bei euch noch so? Da unten im Dorf war es mir ein bisschen zu langweilig, da dachte ich komme mal hoch und frag, was hier so geht. Habt ihr schon mal auf ein Pferd geschossen? Nein. Würdet ihr mal gerne auf ein Pferd schießen? Das klingt auf jeden Fall unterhaltsam, ja. Sehr gerne. Ich hab der Benedikt war es nicht ich. Der Benedikt war es nicht ich. Der Otto, der da ankommt. Wenn's mich trifft. Naja, man muss sich ja irgendwie bei Laune halten. Ich verstehe das schon. Ja, das stimmt allerdings. Ey. Der Hammer. Hey, mein Bester. Der Hammer ist wieder da. Ja, ich bin hier. Hast du zufällig eine Hose für mich? Hier. Darf ich die mir leihen? Oh! Wow, was? Das sind meine Hosen. Danke, Spooky, danke. Das ist ja super. Was ist los? Oh, hat die Arme ein bisschen so viel Rauch, oder was? Hoch auf das Schloss gefetzt. Probier's mal. Ich finde, wir sollten alle hier erst die Hose ausziehen. Oder? Wenn du Eier hast. Wer bist du eigentlich? Deine Mutter. Mama! Wird Zeit, dass du nach Hause kommst, Junge. Besteht die Möglichkeit, dass du eventuell mir das mal... Spooky, ich hab's verstanden. Lass es jetzt bitte. Junge, wo willst du hin? Junge, wo willst du hin? Lotto, du machst dich hinter. Wunderschön war das. Gott zum Gruße. Wir gehen nach Haus. Leider reimt sich das überhaupt nicht. Doch niemand wird das kommentieren, sonst rollt der Kopf. Der König singt zu geil. Der König singt zu geil. Applaus! Oh God.
Ihr seid wieder dran. Wir hoffen, Super dass König. Ihr auch nächstes Jahr wieder alle hier seid. Der König der Geil. Ein schönes Feuerwerk. Schaut. Verzehrt von Gewalt verschont. Jeder hält mich gern, ja vielleicht sogar lieb. Es wäre so schön, wenn das kein Traum mehr blieb. Ach, wer, ich doch nur ein Teddybär. Ach, wer, ich doch nur ein Teddybär. Ich werde gerade so ein bisschen traurig. Freunde, jetzt können wir noch am Ende gemeinsam sterben. Das war mir eine Ehre. Schaut, Leute, ich hab's geschafft. Am Ende bin ich doch noch Ritter geworden. Lotta, ich hab's geschafft. Wow, jetzt bist du endlich Ritter. Alter, nein! Wow. Hey, nicht da! Hey! Ich war... So, jetzt könnt ihr eure Krone wiederholen. Seid gegrüßt! Seid gegrüßt! Seid gegrüßt! Das sieht so geil aus mit der Prinzessin im Kleid. Oh mein Gott! Nein! Im Auto durch Barcelona. Zum Große statt zum Große. So. Das Rittertum reicht mir nicht mehr. Das ist cool, die Credits. Geht's einigermaßen vom Sound her? Oder ist immer noch zu krass? Okay, super. Das sind wir.